Schönen Abend beim Dienstags-Krimi auf Sky. Und da dreht sich natürlich alles um Fußball. Bei uns wird in den kommenden 90 Minuten schnell und vor allem tiefgründig ermittelt. Bei Rapid gegen den LASK. Für den LASK, da geht es für einige Spieler heute möglicherweise zu zeigen, dass man die Verträge bei ihnen, bei den Linzern, verlängern sollte. Bei Rapid hingegen geht es schon, wie angesprochen, darum, wieder vorzulegen. Drei Punkte zu machen, wie schon am vergangenen Wochenende, weil Salzburg erst morgen gegen Ried im Einsatz ist. Und dann könnte es ja vielleicht noch spannend werden, obwohl für Rapid war eigentlich schon der Sonntag ein erfreulicher Tag. Denn da hat Rapid, ohne zu spielen, eigentlich die Gewissheit nun, dass man mit Sicherheit in der kommenden Saison international tätig sein wird, weil Sturm in Wien 0:1 verloren hat und damit der Vorsprung von Rapid auf Platz 4 11 Punkte beträgt, und der sollte dann doch wohl in den letzten Runden gehalten werden. Heute also Rapid als Heimteam am Beginn von zwei Spielen innerhalb von 5 Tagen. Samstag wartet Wiener Neustadt und heute also der Gegner, die Mannschaft aus Linz. Teams sind also bereit. Wir machen den Blick auf die Aufstellung. Sehen bei Rapid beim Team von Peter Backhult eine Veränderung. Und zwar im Vergleich zur Startformation am Freitag in Ried. Markus Katzer hat sich ja in Ried verletzt. Mittlerweile weiß man, er hat einen Muskelfasereinriss und fällt die gesamte Frühjahrssaison aus. Deshalb rückt Tonhofer von rechts auf links auf die Katzer-Position. Kulowitz geht vom Mittelfeld zurück, rechts in die Viererkette, und neu, einzige Veränderung ist Markus Heikkinen, der also wieder zurückkommt, nachdem er wegen der roten Karte für ein Spiel gesperrt wurde, wird also die zentrale defensive Position im Mittelfeld übernehmen. Haben wir den Finnen. 30 Jahre ist, der im Frühjahr nicht immer überzeugen konnte, aber der trotzdem bei Peter Backhult gesetzt ist. Auch heute für ihn eine schwierige Aufgabe, weil ja mit Hofmann, Boskovic und Drazan sehr offensiv orientierte Spieler mit ihm im Mittelfeld agieren. Ja, und vorne, das haben Sie auch gesehen, bleibt alles beim alten. Jelavic bekommt wieder den Partner Christopher Trimmel als zweite Spitze. Nikica Jelavic, der den LASK sehr gerne hat, weil er in zwei Partien in dieser Saison dreimal schon getroffen hat gegen diese Truppe. Und das ist die Aufstellung von Helmut Kraft, schon angesprochen. Es gibt zwei Veränderungen, Alunderis und Bobinik heute auf der Ersatzbank. Deshalb Panis links in der Viererkette, Metz rechts. Und Prager kommt zurück ins Team, weil Metz eben aus dem Mittelfeld zurück muss in die Viererkette. Thomas Prager also heute wieder rechts im Mittelfeld, gemeinsam mit Maciabi und Aufhauser, die zentral agieren müssen. Und für Prager ist es auch die Möglichkeit zu zeigen, dass er hier in Linz, wenn er es auch möchte, bleiben kann. Der LASK hat eine Optionsmöglichkeit auf die Mittelfeldspieler. Die Unparteiischen aus Salzburg, Louis Hoffmann in seinem letzten Jahr als Schiedsrichter. Der Zahntechniker aus Salzburg mit seinem 10. Saisoneinsatz. Assistiert wird er heute von den Herren Hirschbichler und Jäger. Haben wir Christopher Jäger, jungen Linesman, heute hier im Hanapi-Stadion im Einsatz. Da haben wir also Peter Backhult bei seinem 131. Ligaspiel als Rapid-Trainer. Sein Debüt in der österreichischen Bundesliga als Trainer hat er ja 2003, 2004 beim FC Kärnten, wo er die Constantini ablösen durfte, aber trotzdem mit dem FC Kärnten abgestiegen ist. Ja, das Team von Helmut Kraft auch heute wieder mit einem 4-4-2-System. Christian Meierleb ist keine Solospitze, sagt der LASK-Trainer, und auch heute spielt er mit Lukas Kragl, der ja zuletzt so erfolgreich auch gespielt hat, weil auch Helmut Kraft der Meinung ist, der sollte auch weiter im Team bleiben. Insofern also heute zwei sehr interessante Aufstellungsvarianten. Da haben wir Kragl, vor allem der LASK, sehr mutig, zumindest von der Papierform. Werden wir sehen, wie es dann tatsächlich jetzt hier auf dem Spielfeld aussieht. Rapid in Hälfte 1 von links nach rechts. Das ist Tonhofer. Also heute mit dabei ist, weil Robert Schörgenhofer den gelben Karton nicht so gerne gezückt hat am Freitag in Ried. Die erste versuchte gefährliche Aktion, Tonhofer auf Jelavic. Aber im kroatischen Duell war dann Čavlina am Ball.
Janis. Auf Saurer. Es hat tagsüber wie in den meisten Teilen Österreichs, auch in Wien, immer wieder stark geregnet. Dadurch die Bodenverhältnisse im Hanapi-Stadion einerseits ganz gut, weil der Rasen doch schon arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deshalb der Regen dem Rasen ganz gut getan hat. Andererseits natürlich nasses Terrain, insofern auch für die Torhüter heute eine gefährliche Partie, vor allem wenn es Distanzschüsse der flachen Sorte geben sollte. Tedl, Kopf schütteln, weil zuvor sein Ausschuss nicht so funktioniert hat, wie er sich das erwartet hat. Dabei ist voll im Spiel heute für ihn sein 8. Saisoneinsatz. Für Helmut Kraft ist es das 11. Spiel als Last-Trainer. Insgesamt hat Kraft 122 Partien bisher als Bundesliga-Trainer absolviert, aber der war ja schon zweimal in Innsbruck, in Ried, in Wiener Neustadt und auch noch für 4 Spiele in Pasching. Also gibt nicht mehr allzu viele Vereine, bei denen Kraft noch nicht tätig war. Die Großclubs fehlen ihm noch, aber ansonsten hat er schon alle in der Bundesliga beinahe erlebt. Bekam davon Saurer keine Unterstützung. Gigia mit dem leichten Stoß gegen Jelavic, angezeigt von Assistent Hirschmichler und deshalb Freistoß für Rapid. Da war der leichte Stoß, den Jelavic gleich aus dem Tritt gebracht hat. Den ersten Eckball für Rapid in der 4. Spielminute. Sehr kurz, aber deshalb noch immer gefährlich. Das ist Zuma! Die erste Aktion, die gefährlich war. Plötzlich Rangwald Zuma völlig frei. Aber das Tore schießen ist nicht unbedingt seins. Trifft da auch noch Florian Metz und deshalb gibt es den nächsten Eckball. Unvergesslich seine Großchance gegen Salzburg, die er vergeigt hat. Am Ende gab es dann sogar noch eine 0:1 Niederlage. Hofmann diesmal kurz abgespielt. Drazan, der da übersehen wurde, aber den Ball nicht richtig trifft. Das ist Zaurer. Der Last mit der Kontermöglichkeit, aber das Abspiel war nicht gut genug auf Machapi und da hat man jetzt gesehen, mit der Boden macht das dann auch noch zusätzlich schwierig, weil der Ball weit weg gesprungen ist. Es setzt sich da geschickt durch gegen Zuma. In der Mitte ist Meierlepp völlig frei. Der Ball kommt aber nicht zum LASK-Kapitän. Das wäre eine ganz große Möglichkeit für den LASK gewesen, nachdem sich hier Kragl ganz geschickt gegen den Rapid-Abwehrchef durchgesetzt hat. Der LASK wirkt hier sehr bissig, sehr angriffslustig in dieser Anfangsphase. Beißer, der übrigens nicht zum ersten Mal diese Position links in der Viererkette ausübt. Heuer im Frühjahr gegen Mattersburg. Schon links in der Viererkette gespielt. 1:2 das Ergebnis aus der Sicht des LASK im Pappelstadion. Aber der Schachzug gegen Hofmann, wenn er überhaupt über rechts kommt, oder Kulowitz, ist nachzuvollziehen von Helmut Kraft. Gia wird ermahnt, zweites Foul von ihm. Costa Ricaner, auch bei ihm gilt es ja noch abzuwarten. Helmut Kraft hat schon Tendenzen angekündigt, dass man eine Vertragsverlängerung beim 31-jährigen Mittelamerikaner
in Betracht ziehen kann. Freistoß diesmal nicht Hofmann, sondern Boskovic. Banis. Abgedrängt Trimmel, weil er wusste, es gibt den nächsten Eckball. Den dritten für Rapid. Saurer. Foulspiel von Suma, richtig angezeigt in dieser Situation von Schiedsrichterassistent Hirschbichler. Gegen Biermeier unnötige Attacke von Rangwald Suma. Auch in dieser Situation bleibt es bei einer Ermahnung. Glück für Suma. Zuvor Sommer auch mit schlechtem Stellungsspiel gegen Kragel, aber dessen Zuspiel auf Meierle kann Eder gerade noch verhindern. Ansonsten wäre es hier für Raimund Hedl eine unangenehme Situation gewesen. So, Rapid mit der Möglichkeit. Drahtzahn abgeblockt und gibt Abschluss. Richtig gesehen, war noch zuletzt der Ball. Diesmal Metz im Zweikampf mit Christopher Drahtzahn. Drahtzahn gegen Metz, haben viele gemeint, ob der schnell genug ist gegen den Rapid-Mittelfeldspieler. Bis jetzt Florian Metz sehr energisch, auch er zum zweiten Mal in dieser Position, rechts in der Viererkette. Im Herbst hat er gespielt, und zwar in seinem alten Wohnzimmer im Horststadion beim 0:3 des LASK gegen die Wiener Austria. Bei Christoph Saurer nicht exakt genug. Rapid über Heikkinen. Der bindet Trimmel ein. Biermeier setzt sich durch, aber nicht wirklich. Die Chance ist noch da für Drahtzahn und Czablina. Jelavic abgefälscht. Köck für den LASK. Noch ist der Ball heiß. Metz verstolpert, aber dann ist Maciapi zur Stelle. Auch in dieser Situation lässt Hofmann weiterspielen. Alles korrekt gewesen. Wieder Drahtzahn, diesmal Czablina sicher. Ausgangspunkt für diese Rapid-Möglichkeit, der Fehler von Saurer im Offensivspiel. Dann verschätzt sich hier Biermeier ein wenig. Kein Foul. Trimmel auf Drahtzahn. Und dann der Schuss. Czablina beinahe. Lenkt da auf, außer den Ball noch ab, aber Cinci war auch da. Jelavic gegen Cincia. Der Hofmann im Stil eines Ringrichters. Es wird noch spannend hier werden, wenn es nach 10 Minuten schon die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gibt. Zuvor Biermeier gegen Soma, jetzt Cincia gegen Jelavic und jetzt bekommt Cincia die gelbe Karte wegen Kritik. Seine achte. Macht sich Schiedsrichter Hofmann auch sehr einfach. Auch Jelavic hat kritisiert, es haben beide gearbeitet. Keine salomonische Lösung des Salzburger Schiedsrichters. Damit natürlich Spielfortsetzung mit einem Freistoß für Rapid. Boskovic, wieder Hofmann. Seitenverlagerung auf Kulowitz. Boskovic, schön gemacht gegen Maciapi. Hofmann, nochmals Boskovic. Wer sieht jetzt? Vielleicht Kulowitz oder wartet noch? Meierle,
unterstützt den Lask in der Defensive. Ball schon im Seitenout bei Häkkinen. Aber Meierleb angeblich noch dran gewesen, deshalb gibt es Einwurf für Rapid. Aber doch Foulspiel. Banis an Häkkinen. Also viel war das nicht. Und trotzdem Freistoß für Rapid. Sehr kleinlich bis jetzt die Regelauslegung beim Salzburger Schiedsrichter. Boskovic, Freistoß. Häkkinen. Platz für den Lask, für René Aufhauser, gemeinsam mit Christian Meierleb. Großes Loch, weil Häkkinen da den Ball verloren hat. Aber Meierleb wartet zu lange. Drazan unterstützt da die Kollegen im zentralen Mittelfeld. Boskovic. Foulspiel von Banis. Jetzt gibt es auch für Banis gelb. Wenn es nach 12 Minuten zweimal gelb gibt, wegen Dutzend Fouls, dann wird es hier wohl noch ziemlich rascheln. Aber Louis Hoffmann gilt ja auch als der Kartenspieler der Liga. Auch hier ein Dutzend Foul. Da braucht man nicht gelb geben. Jelavic fällt sehr theatralisch, sehr leicht. Sechste Gelbe für Panis. Und ich wiederhole mich. Hoffmann macht es sich mit Sicherheit schwierig jetzt dann mit Fortdauer des Spiels, wenn er so früh schon mit Verwarnungen beginnt. Im Schnitt bei ihm heuer 7 Gelbe pro Spiel. Das sagt auch alles. Ball war noch im Spiel. Machapi, Kragl, Meierleb. Gutes Zusammenspiel mit Kragl und der zieht auch gleich ab. Der erste Torschuss, wenn auch neben das Tor. Schöne Aktion, Doppelpass von Kragl mit Meierleb. Da sieht man auch die technische Klasse des jungen Stürmers beim LASK. Wenn auch der Abschluss nicht gut genug war. Kragl, 20 Jahre, 4 Spiele, 4 Scorerpunkte, ein Tor, 3 Torvorlagen, das ist beachtlich, so einen Schnitt zu halten. Davon kann man träumen. Die 4 restlichen Spiele dieser 30. Runde der Tipp 3 Bundesliga. Abseitsposition von Trimmel. Ab 20 Uhr 4 Spiele, darunter auch Salzburg gegen Ried. Über die vollen 90 Minuten auf Sky Sport 1. Die Sky-Zeitlupe zeigt hier, dass die Abseitsfalle der Linzer gut gearbeitet hat, beziehungsweise die Falle zugeschnappt hat.
Schön gemacht, aber dann Trimmel. Missverständnis mit Hofmann, deshalb der Ball bei Czablina beim Lassen. Erneut Christopher Trimmel. Geht in die Gasse, wäre allerdings im Abseits gestanden und jetzt gibt es auch die Spielunterbrechung. Sommer hätte gerne weitergespielt, weil Rapid im Ballbesitz war, aber keine Vorteilsentscheidung. Die Entscheidung abseits, korrekt. Entschuldigt sich auch. Blackout des Last-Mittelfeldspielers, denn Gagel war natürlich noch im Abseits, weil er ja Hedl attackiert hat. Trimmel löst sich da gut gegen Panis, aber dabei ist er nochmals im Duell mit Trimmel. Hofmann attackiert von Saura und von Machapi. Schiedsrichter Hofmann gibt erneut Freistoß. Also jeder Kontakt wird heute hier gepfiffen, deshalb jetzt wieder Freistoß, diesmal wieder für Rapid. Wollte da Czablina überraschen, so nach dem Motto, alle glauben an eine Flanke, aber der Kroate bis jetzt sehr umsichtig in seiner Abschiedstournee hier, denn Czablina wird nicht beim Last bleiben. Saura, fein gemacht gegen Kulowitz. Saura verfügt auch über einen Distanzschuss, abgeblockt, sein Versuch, Ball noch im Spiel. Wieder mal faul, diesmal Kragel zu heftig gegen Hofmann. Richtige Entscheidung diesmal. Gegen Metz. Er lässt ihn auf Flanken. Flanke sehr weit. Hofmann noch im Spiel. Ball bei Panis. Saura Machapi. Kragel gegen Kulowitz. Immer Kragel. Missverständnis, aber diesmal schießt sich der Hofmann
mit einer guten Entscheidung, weil er nämlich abgewartet hat. Den Vorteil war ein Foul an Kragl, nachdem der Ball weg war. Jetzt die Entscheidung, Freistoß für den Lask. Das Foul war unmittelbar davor bei der Ballannahme von Kragl. Markulovic um einen Tick zu spät. Eine Kerze. Oder Ball trotzdem. Weiterhin bei Rapid. Fehlpass von Metz. Platz für Rapid, für Drazan. Der sich den Ball schlecht mitnimmt, holt zwar nochmals die Kugel, aber da war natürlich ursprünglich mehr drinnen. Jetzt guter Antritt von Drazan. Ja, da war Glück dabei, dass Jelavic an der zweiten Stange gewartet hat. Nochmals Rapid, Hofmann. Boskovic. Gefährlich. Branko Boskovic, der sich noch immer unter Anführungszeichen nicht mit Rapid geeinigt hat. Das Angebot von Rapid soll gut sein. Peter Backholt würde ihn ja auch gerne behalten. Aber der Montenegriner hat ein besseres aus der Türkei. Deshalb wird da auch noch überlegt, ob die Reise doch in den Süden geht. Für den 29-jährigen Montenegriner ist es natürlich auch so, dass es für ihn sein letzter großer Vertrag wird. Der soll dann doch ganz gut ausverhandelt werden. Schon gewartet. Nochmals der Lask, Machapi, Saura, Frau Hofmann. Ist auf Meierle. Ja. 25 Minuten gespielt, Rapid mit mehr als 60% Ballbesitz, fast 70% Zweikampfgewinn. Gefährlich ist Rapid allerdings dann geworden, wenn der Lask im Offensivspiel einen Fehler gemacht hat und Rapid Platz hatte für den Konter. Der Lask selbst ist jetzt mit Aufhauser dran, zu zentral. Edel ihm nachfassen. Der Lask steht sehr gut bis jetzt, zumeist. Wenn Rapid das Spiel gestaltet, nur wenn es Fehler im Spielaufbau gibt, dann ist der Lask manchmal auch etwas überfordert, hat aber das nötige Glück auch gehabt, dass Rapid im Abschluss nicht effizient genug war. Und der Lask selbst hatte eine große Möglichkeit, aber Kragls Pass auf Meierlepp wurde von Eder gerade noch abgefangen. Fein gelöst von Machapi. Saura, Meierlepp. Aufhauser. Metz, Braga. Der
kann Thomas Prager nicht erreichen, diesen Pass von Florian Metz. Metz bisher mit einer positiven Zweikampfbilanz, im Gegensatz zu Prager, der da viele Duelle sich liefert. Rapid Samstag, schon erwähnt, wieder im Hanapi-Stadion im Einsatz gegen Wiener Neustadt. Auch dieses Spiel gibt es über die vollen 90 Minuten auf Sky Sport 1. Meyerleb auf Saurer. Und der zieht diesmal ab. Guter Schuss. Und Hedl noch dran. Prager hätte gerne auch das Zuspiel gehabt, aber der Schuss von Christoph Saurer war gefährlich. Der beste Torschuss der Linzer in der 28. Minute. Aus dieser Perspektive sehen wir vielleicht auch, dass Hedl da gut daran getan hat, noch dran gewesen zu sein. Saurer hat übrigens getroffen, macht jetzt den Corner beim 4:2 im Februar gegen Rapid. Und jetzt gibt es den zweiten Eckball für die Linzer. Zusammenstoß zwischen Eder und Kragel. Eder angeschlagen. Weil sie Kragel beim Versuch, sich zu lösen, Eder getroffen. Der allerdings deutet an, er will nicht verarztet werden, denn dann würde er jetzt beim Eckball fehlen, der ausgeführt wird. So weiß er, dass er weitermachen kann, wenn auch möglicherweise kurzfristig mit Atemproblemen. Aber diesmal kurz auf Meyerleb. Panis und Baban Thonhofer. Also diese Eckballvariante war nicht wirklich überzeugend. Biermeier. Prager. Aufhauser. Der holt einen Eckball heraus gegen Markus Heikkinen. Saurer, aber diesmal erneut der Eckball, keine Probleme für die Rapid-Defensive. Hedl, diese Situation sehr sicher. Kragel im Abseits. Und wieder Kragel in einem Duell, diesmal erneut mit Hannes Eder. Beide kurzfristig K.O. Banis mit dem Kopfball, Kragel war da noch einen Tick vorne, dann läuft der Eder in Kragel hinein, aber beide schon wieder mitten im Spiel. Nur für Hannes Eder ungewohnt, dass er zweimal da auf dem Boden liegt. Ist gerade Eder doch einer der beinharten Verteidiger in der Tippteil-Bundesliga. Also in der zweiten Viertelstunde, der Last mit 3 Torschüssen, Rapid mit 2. In der ersten Viertelstunde Rapid mit den bisher auch einzigen Möglichkeiten für die Hütteldorfer in dieser Begegnung. Die ausgeglichen verläuft, weil der Last sich keineswegs versteckt. Früh attackiert. Jetzt allerdings erneut einen Freistoß. Erwartet, diesmal Hofmann. Diesmal die Sicht klar für Czablina, deshalb auch keine Mühe. Ja.
Schweizer. Die Flanke war gut auf Jelavic, aber Biermeier rettet, bekommt dann noch eine von Cingia. Beide Innenverteidiger da. Zunächst vor Jelavic, dann fliegt er da noch in Cingia hinein. Eckball Nummer 4 für Rapid. Es bleibt dabei. Bis jetzt sämtliche Standards, Eckbälle, Freistöße auf beiden Seiten ungefährlich. René Aufhauser, übrigens, der ist auch vorbelastet. Viermal gelb und am Sonntag kommt nach Linz Salzburg. Er musste ja schon beim ersten Spiel in Salzburg verletzungsbedingt passen und ich glaube, heute halt hält er sich besonders zurück, zumindest bisher, damit er wenigstens bei der zweiten Möglichkeit auf seinen Ex-Club treffen kann. Jelavic, Grazer, zu durchsichtig. Flanke leicht abgefälscht. Hans Aluminium, Branko Boskovic. Größte Möglichkeit für Rapid. Gespielt 33 Minuten. Glück für den Lask. Er kommt über Saura und Machapwi. Da ist viel Platz. Rapid zwar geordnet, aber 40 Meter vor dem Tor. Kragel, Ballverlust. Rapid über Thunhofer erneut. Wieder kleines Zuspiel auf Drazan. Metz immer wieder weit weg von seinem Gegenspieler. Diesmal Drazan mit der überraschenden Version, wollte den Ball da ins kurze Eck schlenzen, weil Czarlina schon wieder mit einer Flanke spekuliert hat. Oder wollte er doch flanken? Jedenfalls Abstoß für den Lars. Zuvor die Flanke von Drazan über alle hinweg, die war noch leicht abgefälscht. Deshalb für Boskovic sehr gut und Glück für Czarlina, dass der Ball an die Stange geht. Hätte Boskovic im zweiten Spiel in Serie getroffen, nachdem er zuvor ein Jahr warten musste auf einen Treffer. Von Drazan noch an Metz. An Aufhauser. Wer war da noch in dieser Position, in diesem Duell mit Christopher Drazan? Der LASK am Sonntag auch über 90 Minuten zu sehen. Auf Sky Austria in diesem Fall ab 15 Uhr das Spiel gegen Salzburg. Saura, Kragel. Meier lebt nicht im Abseits, offensichtlich. Spiel läuft weiter. Saura trifft Hofmann. Aber keiner fühlte sich für den Ball zuständig.
Kolowitz, der lachende Vierte. Kuriose Situation. 8 Minuten vor dem Ende, erneut Rapid, zumeist über Drazan, über links. Aber die Flanken nicht immer exakt. Auch in diesem Fall. Trimmel zwar vorbildlich, harter Einsatz von Boskovic gegen Panis. Ja, und das meine ich. Für Panis gab es wegen eines Dutzend Fouls gelb, für Suma und für Boskovic eine Ermahnung. Da misst er mit zweierlei Maß, der Oberteische. Wenn schon bei Kleinigkeiten gelb, dann bitte mit aller Konsequenz. Muss keine gelbe sein, aber dann auch im umgekehrten Fall nicht. Technischen Unzulänglichkeiten. Auch Kragel, aber der bekommt den Ball zugesprochen. War da noch Kulowitz dran? Ja, ausgesehen, dass Kragel hier den Ball nicht unter Kontrolle bekommen hat. Das war nämlich so der Fall. Und dann möglicherweise noch Kulowitz auf der Linie. Sehr knappe Entscheidung. Ball von Machapi, der sich auch bei Boskovic entschuldigt. Justice Machapi, der Mann aus Zimbabwe. Und jetzt Jelavic gegen Biermeier. Da macht das Biermeier sehr routiniert gegen Nikica Jelavic. An. Wieder eine Flanke und wieder nicht gefährlich. Als Joker hat er ja zuletzt zumeist den Umschwung gebracht. Aber Kablak ist ja noch immer verletzt. Oberschenkelzerrung am Samstag könnte ja dann eine Option sein für Peter Backholt. Auch Pelivan, der ist möglicherweise dann trotz Nasenbeinbruchs mit einer Maske versucht. Peier dauert ja noch die Situation länger, bis er wieder eine ernsthafte Konkurrenz für Montedli ist. Und Katzer, schon angesprochen, wird den Rest der Saison ausfallen. Metz. Aber der Lask im Spielaufbau zwischendurch mit leichtfertigen Ballverlusten. Rapid mit Fehlern insgesamt vor Ende der ersten Spielhälfte. Eine sehr offene Begegnung. Rapid natürlich mit der großen Chance durch Boskovic, dem Aluminiumtreffer mit mehr Ballbesitz. Aber das war ja auch vorab schon zu erwarten. Die Mannschaft braucht die 3 Punkte, um dran zu bleiben. Der Lask spielt im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut. Jetzt wieder ein Fehler, typisch Machapi im Spielaufbau. Und dann das Foul von Kragel, das Schiedsrichter Hofmann noch ahndet. Hier haben wir Pelivan und Katz im Hintergrund und links Helge Peier. Donhofer mit 2-3 positiven Momenten jetzt gegen Kragel.
leitet damit auch den Angriff für Rapid ein. Hofmann, ist es wieder ein Hofmann-Schuss, der vielleicht für Rapid von Bedeutung ist? Beinahe wäre es so gewesen. Wenn schon nicht das Kombinationsspiel funktioniert, dann vielleicht ein Distanzschuss. Das war ja auch gegen Kärnten der Fall. Nur in der ersten Hälfte Steffen Hofmann mit einem Weitschuss das Siegtor erzielen konnte. In diesem Fall mit dem Außenriss auch versucht, hier den Ball zu schlänzen. Nicht gelungen. Also der LASK im Rahmen der Möglichkeiten. Defensiv sehr kompakt nach vorne, sehr vorsichtig, auch viele Ballverluste. Aber das dürfte auch in etwa, also nicht die Ballverluste, aber das Spiel, die Anlage, durchaus im Sinne von Helmut Kraft sein. Je länger es 0:0 steht, desto mehr muss Rapid riskieren, desto interessanter werden dann möglicherweise für den LASK die Kontermöglichkeiten. Meierleb trifft Ball und Gegner, aber da hat sich Meierleb etwas auch von den Kollegen von der anderen Mannschaft abgesehen. Sehr leicht gefallen, sehr schnell gepfiffen. Und deshalb gibt es jetzt Freistoß für den LASK. Saurer. Ball wird sehr lange, aber das ist eine einfache Übung für Raimund Hedl, der jetzt versucht, das Spiel schnell zu machen. Hofmann, Machapi aufmerksam. Suma. Fehler von Panis, Dremel auf Jelavic. Und Jelavic abgefälscht noch von Cincia. Also wieder. Der LASK macht sich das Leben manchmal selbst sehr schwer. Da war der Ball schon bei den Linzern, aber Panis mit schlechter Ballannahme. Dremel gutes Abspiel auf Jelavic und Cincia unterstützt dann noch seinen Goalie Javlin. Damit noch in der letzten Spielminute der ersten Hälfte ein Eckball für Rapid. Javliner, unorthodox, die Abwehr. Meierleb, Machapi, Saurer, Frage und Prager starten. Prager diesmal auf der linken Seite, wegen des Eckballs kam er von dieser Seite. Und dann der Schuss von Thomas Prager, der ihm allerdings nicht wirklich gelingt. Helmut Kraft kann bis auf wenige Ausnahmen zufrieden sein mit seiner Truppe. Sieht jetzt noch, ebenso wie wir, 2 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Gab ja kurze Verletzungspause bei Hannes Eder. Aufhauser gegen Kulowitz. Gegen Eder. Der ist lästig wie eine Zecke. Das spürt Hannes Eder. Ohne Genierer, ohne Respekt. Lukas Kragl, während wir zuvor das Abseits gesehen haben. Aber das ist die Jugend, die Unbekümmertheit. Das ist insgesamt ein sehr positives Merkmal. Oh, wieder ein Fehler im Stellungsspiel. Diesmal bei Eder allerdings, da hat man wieder gesehen, der Ball dann für Meierleb nicht mehr erreichbar. Aber auch heute zeigt sich wieder, mit 2 Stürmern auswärts zu spielen, ist nicht unbedingt die schlechteste Variante. Die gegnerischen Verteidiger sind dann mehr gefordert. Auch gibt es mehr Anspielstationen, wie jetzt wieder Kragl und Meierleb, die sich da immer wieder auch anbieten. Kragl. Prager. Noch 30 Sekunden in dieser ersten Spielhälfte. Aber der LASK will jetzt auch einmal mit einem Teilerfolg in die Kabine.
Häkkinen. Dann der Pausenpfiff, sehr voreilig. Louis Hofmann, 0:0. Keine Tore im Hanapi-Stadion. Prager noch angeschlagen bei dieser Aktion. Unmittelbar beim Abpfiff von Louis Hofmann. Da kam der hohe Ball. Da trifft offensichtlich Häkkinen noch unabsichtlich Thomas Prager. Aber es scheint beim Last-Mittelfeldspieler doch nicht Ernsthaftes passiert zu sein. Hoffentlich. Wäre unglücklich gewesen. Hat ihn da ein wenig am Hals, am Kehlkopf getroffen. Markus Häkkinen. Alles in allem also. Ein offenes Spiel mit Vorteilen für Rapid, was die Ballkontakte betrifft. Rapid auch doppelt so viele Torschüsse. Zweimal mehr aufs Tor. Davon auch einmal Aluminium. Aber der LASK hält die Partie insgesamt offen, steht zumeist sehr gut, macht allerdings im Spielaufbau wenig und vor allem immer wieder Fehler. Und Rapid hat dann im Konter die ein oder andere Möglichkeit gehabt. Insgesamt aber ein 0:0, das vor allem auf eine interessante zweite Spielhälfte hoffen lässt, weil Rapid gefordert ist, weil Rapid heute gewinnen muss. Und das könnte für den LASK, solange es 0:0 steht, natürlich dann wieder Räume und Plätze für Konter ermöglichen. Christoph Sauer und das Gusto-Stückerl der ersten Hälfte, der gewonnene Zweikampf, sehenswert gemacht gegen Stefan Kulovic, Didi Kübauer wieder bei mir am Tisch zur Pausenanalyse. Wie sehr ist es so, dass, wie eben gesehen, Didi, der LASK eher für die spielerischen Akzente zuständig ist, obwohl Rapid letztlich dann doch mehr Chancen hatte? Ja, Chancen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn Rapid die drei Punkte einfahren will, dann müssen sie eindeutig zulegen. Beim LASK habe ich den Eindruck, dass sie eigentlich schon mit einem Punkt zufrieden sind, weil sie könnten durchaus, bei Räume kriegen sie, aber auch nach vorn haben sie nicht das Selbstvertrauen, dass sie es ausspielen. Und Rapid selbst spielt das Spiel nach vorn, ist sehr fehlerhaft und dadurch kommen sie auch kaum zu Chancen, zu wirklichen Chancen. Warum so lethargisch? Nur wegen der Fehler, die Sie angesprochen haben? Ja, keine Ahnung, also was los ist. Also, mein Eindruck ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Mangelspieler nicht so wirkt, wie er grundsätzlich spielen könnte. Also er hat ein bisschen einen nicht frischen Eindruck gemacht, aber natürlich kommt noch dazu, dass der Platz sehr schwer zu bespielen ist, aber die LASK hat dasselbe Problem und deshalb, wie gesagt, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie eigentlich zulegen. Rapid hat von Beginn an was getan, zumindest mal aus einer Standardsituation heraus. Vierte Minute, die erste Chance für Grün-Weiß aus einem Eckball. Dann haut Panis daneben und Ronwald Zuma, 26 Bundesligaspiele, ein Tor. Wir sehen warum. Ja gut, ich meine, man sieht da auch, der Jürgen Panis fährt daneben und der Zuma kommt dann irgendwie glücklich zum Ball und hat dann, glaube ich, das Pech, oder in dem Fall, dass der Biermerkel noch abfischt, weil sonst, glaube ich, war die Situation nicht ungefährlich. Ja, und so hat ohne Markus Katzer Rapid die wohl kleinste Viererkette in der österreichischen Bundesliga, durchschnittlich 1,79 Meter, das ist gar nichts für Sie. Wir haben genug über den SK Rapid gesprochen, was muss der LASK in der zweiten Hälfte anders machen? Wohl gar nichts. Nein, ich denke, dass die mit dem Punkt sehr zufrieden sind und ich sage trotz allem, dass LASK, wenn sie sich mehr trauen würden, speziell wenn sie den Ball nach vorne spielen können, dann wäre einiges drin. Aber sie sind da sehr, sehr verhalten, meines Erachtens, weil da können sie durchs Mittelfeld 30, 40 Meter gehen und dann wurden sie fast immer auf einen Gegenspieler von Rapid. Und da muss ich ehrlich sagen, da war vielleicht sogar was. Die Rapid-Spieler kommen zurück auf das Spielfeld im Hanapi-Stadion und es sind 10 Jungs, die auch in der ersten Hälfte im Einsatz waren. Einer blieb in der Kabine, Christopher Trimmel. Ein, zwei gute Aktionen hatte er, also schnell abgespielt hat. Ansonsten kaum Durchsetzungsvermögen und deshalb jetzt an seiner Stadt René Gartler. Mit der Möglichkeit hier zu zeigen, dass er als echter Strafraumstürmer vielleicht erfolgreicher ist, gemeinsam mit Nikica Jelavic. Die Gäste aus Linz bleiben unverändert, aber das ist weniger überraschend. Da hätte es nur einen Grund gegeben, wenn sich einer nicht hundertprozentig fit gefühlt hätte. Neben Gartler ja noch auf der Bank Konrad und Salihi, was die Offensive betrifft. Aber Peter Backholt entscheidet sich für René Gartler. Salihi hatte ja auch zuletzt gegen Ried wegen einer Oberschenkelverhärtung gefehlt. Und deshalb
auch nicht das gesamte Programm zuletzt mitmachen können. Alaska also jetzt von links nach rechts. Tapet mit Hofmann. Jelavic vor Aufhauser, aber da ist Braga. Abseitsposition, Kragl. Etwas zu lange gewartet. Meyerleb sprintet er in diesen Ball. Maciafi. Banis. Saurer beim LASK auch in der ersten Hälfte. Über die linke Seite wesentlich mehr Gefahr, vor allem bei Christoph Saurer. Das sehr viel. Laufbereitschaft und Offensivdrang gezeigt hat im Duett mit Jürgen Panis. Rechts Praga und Metz sehr zurückhaltend, um es sehr vornehm zu formulieren. Bei Rapid mehr über die linke Seite, nämlich über ihn hier, über Christopher Drazan. Auch wenn dann der letzte Ball zumeist nicht ankommt, auch in dieser Situation hat er zwar noch den Ball, aber hat er sich vorerst selbst schwer gemacht. Donhofer rutscht da weg, unglücklich. Krage gegen Suma. Praga, aber da war Christopher Drazan mit einem guten Zweikampfverhalten. Hofmann, Panis, Saurer, der Schmäh geht auch in der Hälfte 2. Mit dem schlechten Abspiel, weder für Saurer noch für Kragl. Cincia, kurzfristiger Ballgewinn, aber Rapid mit Hofmann. Jelavic, Gartler, warten da. Gartler hat den Ball, sucht noch nicht den Abschluss seiner ersten nennenswerten Aktion. Und jetzt ist der Ball draußen bei Christoph Saurer. Hofmanns Zuspiel auf Gartler. Mit dem etwas zu weiten Haken gegen Cinci. Also hat keine Anzeige gegeben. Assistent hat zunächst auch angezeigt für Rapid. Schiedsrichter Hofmann überholt ihn. Jetzt gibt es Einwurf für den LASK. Richtig, die Übersicht hatten da die Herren in Gelb-Schwarz nicht. Drazan. Gegen Metz, gute Flanke und gute Aktion von René Gartler mit der Ferse. War ganz schwierig, aber auch Czablina mit einer sehr schnellen Reaktion. Und erneut Christopher Drazan, der sich gegen Florian Metz nicht zum ersten Mal durchsetzt. Der hätte gepasst, der Fersler von Gartler. War er schon abgespielt, Hofmann. Und vorbei an Praga und an Maciafi, aber dann abgeblockt. Maciafi, das ist zu wenig energisch. Metz, gute Aktion. Vor allem hat er die Übersicht und die Ruhe bewahrt. Aber wieder Maciafi, also der ist noch nicht wirklich hier auf dem Spielfeld.
Und Rapid mit Hoffmann, mit Druck, mit Tempo, mit einem Distanzschuss. Der Versuch ist klar bei diesen Bodenverhältnissen, aber noch ist der Ball nicht so richtig aufgesessen. Nochmals die Aktion zuvor von Gattler, dieser schöne Fersler und die gute Reaktion von Schabiner. Wieder Rapid, wieder Drazan, wieder gegen Metz und wieder kommt er vorbei. Und diesmal ist Panis vor Jelavic, da ist Donhofer und dann ist da eine Abseitsentscheidung gewesen. Christopher Jäger, der junge Assistent, sieht offensichtlich hier beim Schuss von Donhofer, also die Zeitlupe zeigt es nicht unbedingt. Abseitsposition. Es ist eher so, als ob Jelavic hier sehr wohl gerade noch richtig und rechtzeitig diese Position, diese Abseitsposition aufgenommen hat. Aber das Spiel läuft schon. Und außerdem wieder mit einem Rapid-Angriff. Aikinen, Boskovic, schön gemacht, wieder einmal vom montenegrinischen Teamspieler, Donhofer. Drazan, aber das war noch nicht das gute Abspiel, auch das zweite nicht wirklich. Zweimal Metz, aber nochmals Rapid. Markus Aikinen, Silvio Czablina, den kann man auch durchaus fangen. Aikinen übrigens mit einem Saisontor. Und zwar das erste für Rapid in dieser Saison beim 1:2 in Mattersburg. War ja der Saisonauftakt für Rapid, das Auswärtsspiel. Da war Aikinen erfolgreich. Aber er ist ja auch nicht fürs Tore-Schießen unbedingt zuständig. Panis, Boskovic, Gattler. Kein Abseits, Czablina. Da ist er wieder sehr sicher, also sehr reaktionsschnell, vor allem auf dem Boden. Jetzt wird er das Spiel schnell machen, aber Gragl kommt nicht an den Ball. 8 Minuten gespielt, Rapid in Hälfte 2 mit 5 Torschüssen. Lask noch nicht einmal in der Nähe eines Abschlusses gewesen. Spiel läuft weiter. Drazan hat die Kugel und Platz. Und erneut gegen Florian Metz. Und Jelavic sprintet da in diesen Pass, aber es gibt nicht Eckball, sondern Abstoß. Wir haben die Zeitlupe. Aus der wird ersichtlich, dass wohl Czablina möglicherweise zuletzt dran war. Deshalb die Aufregung bei Jelavic verständlich. Aber diese Anfangsminuten zeigen, dass Rapid wesentlich mehr Tempo im Spiel hat. Und der Lask in erster Linie versucht hier zu wassern, also ob das gut gehen wird, das 0:0 zu halten, habe ich meine Zweifel. Wenn selten Entlastung im Spiel der Linze ist, wenn der Ball über mehrere Stafetten gehalten wird. Aber Matschapi ist überhaupt nicht im Spiel, der verliert jede Kugel. Und was macht Cicia? Der testet alle Nerven der Linzer, inklusive Schlussmann Czablina. Gibt damit Eckball für Rapid. Mittlerweile wieder stärkerer Regen im Hanapi-Stadion.
Gavlina mit Anweisungen an seine Vorderleute, an Biermeier, an Cincia. Prager. Drazan. Volles Risiko bei Christopher Drazan. Sehr geschickt, wie er da gegen Boskovic den Ball abluchst. Dann gibt es eine gelbe Karte. Für Boskovic. Seine erste. Also, dürfte nicht wegen Fouls gewesen sein, denn das wäre dann wirklich ein starkes Stück, sondern weil er den Ball noch ein wenig weggeschossen hat. Also Unsportlichkeit. Maciapi, Meierle, Krage, Maciapi und da ist noch Steffen Hofmann oder doch nur Maciapi am Ball. Es gibt Abstoß. Dann hat es Maciapi nicht gut gemacht. Das war die erste große Möglichkeit für die Linzer in der zweiten Spielhälfte. Zusammenspiel. Maciapi, Meierleb. Und dann kommt Maciapi nicht energisch genug mehr zum Ball und zum Abschluss. Ballspiel von Tonhofer. Vorteil. Meierleb. Da ist Zuma kompromisslos. Keine gelbe für Tonhofer nach diesem Foul am Prager. Prager ärgert sich zu Recht. Prager. Aufhauser. Prager, das Abspiel war gedacht für Krage, kommt allerdings nicht dorthin. Christian Tonhofer, der aktuell ein gutes Verhältnis zu den Unparteiischen pflegt. Kolowitz und Eder. Biermeier mit einem schlechten Abschlag direkt auf Boskovic. Drazan wieder mit der Flanke. Nicht wirklich genau auf Hofmann. Panis. Krage. Maciapi. Krage gegen Kulowitz und Heikkinen. Richtig gesehen, war ein Foul von Krage noch. Hofmann. Aufhauser, Foul an Hofmann. Auch das eine kritische Situation, aber vielleicht hat René Aufhauser schon darauf hingewiesen, dass er ganz gerne am Sonntag gegen Salzburg spielen möchte. Und deshalb erhält Louis Hofmann vorerst den Karton in seinem Hosensack. Thank you.
Spiel von Aufhauser an Boskovic entschieden. Keine Tore im Hanapi-Stadion. Bis jetzt Rapid weder mit drei Punkten noch vor allem mit der Revanche für das 2:4 im Februar in Linz. War natürlich ein ganz anderes Spiel, auch die Bedingungen anders. Und vor allem die Torfolge hat dann natürlich auch ein anderes Spiel ermöglicht. Die frühen Treffer. Chabi auf Krage. Wieder mit einem Achtungserfolg gegen Hannes Eder. Dessen Zukunft, wie es aussieht, wohl bei Rapid sein wird. Details müssen noch geklärt werden, dann könnte ein neuer Vertrag unterschrieben sein und dann würden eigentlich alle bleiben, mit Ausnahme von Boskovic schon angesprochen. Da gibt es zwar Gespräche, aber eben auch jede Menge andere Angebote. Dann hängt es eben davon ab, wenn Rapid vielleicht noch abgibt, der allerdings noch einen Vertrag besitzt, wie etwa Kablak oder Jelavic. Und damit wäre dann auch die Möglichkeit gegeben, Neuzugänge zu verpflichten. Position Meierle. Auch bei ihm ist ja die Zukunft offen, Christian Meierle. Wird 38 im Sommer, auch hier wieder eine Abseitsstellung. Jelavic. Richtig gesehen. Und um auf Christian Meierle zurückzukommen, der wird im Sommer 38, seine Zukunft ist noch offen. Vielleicht macht er noch ein Jahr weiter, ist nicht abgeneigt und der LASK ist ebenso interessiert an den Diensten des Stürmers, der heuer immerhin schon 10-mal getroffen hat. Vor allem will er ihm noch 3 weitere Treffer, um in der ewigen Torschützenliste an Ivica Vastić, Peter Bakult vorbeizuziehen, beziehungsweise zunächst mit Vastić gleichzuziehen. Und wenn er noch 4-mal treffen sollte, wäre er alleiniger Zweiter hinter Hans Gack. Drazan, diesmal gegen Majabwi. Er schafft sich immer wieder Platz, Christopher Drazan. Wenn es gefährlich wird, dann sind es auch seine Zuspiele. Große Chance gab es ja dafür Gartler nach dem Zuspiel von Drazan. Aber insgesamt hat er sehr viele Flankenversuche und dafür unterm Strich dann doch recht mager die Ausbeute. Sehr schön gespielt, Gartler. Spiel läuft weiter. War kein Handspiel nach Meinung von Louis Hofmann, auch wenn es die Linzer anders sehen. Aber Gartler aus Spitzenwinkel dann doch deutlich über das Tor von Czarlina. Hofmann mit direktem Spiel sehr gut. Und Gartler mit dem Oberarm, also das kann man durchaus abpfeifen, denn das war entscheidend, ansonsten wäre der Ball weg gewesen. Gott sei Dank für Schiedsrichter Hofmann ist dieser Ball nicht ins Tor gegangen, denn ansonsten geht das muntere Schiedsrichter kritisieren auch an diesem Dienstag weiter. Minuten vorbei im zweiten Durchgang und die schlechte Nachricht, das Spiel wurde nicht besser. Gegenteil, der LASK
ist, wie es Sky-Experte Didi Küber zur Pause gesagt hat, wohl tatsächlich an diesem 0:0 interessiert. Viel zu wenig nach vorne. Da wird auch oft schlampig nachgerückt und ungenau gespielt. Ja, und ansonsten steht bei Linz alles sehr koordiniert, sehr souverän. In den meisten Fällen, und Rapid findet da wenig Lücken. Boskovic von Maciabi attackiert, der macht ein Foul. Freistoß sehr zentral, Entfernung groß. ...40 Meter in etwa, Hofmann dann auch mit der Abgabe auf Drazan. Die Flanke erneut ungefährlich. Auch wenn der Ball noch im Spiel bleibt, aber nur dank des Einsatzes von Heikkinen. Suma, Hofmann. Platz. Sieht Boskovic. Der entscheidet sich nicht für den Torschuss. Gartler. Schön angenommen. War nicht einfach. Gegen Aufhauser. Zu durchsichtig vorerst. René Gartler. Erstmals Pfiffe im Hanapi-Stadion von den Fans über der eigenen Mannschaft. Allerdings, es ist verdammt schwierig für Rapid. Der Lask steht da. Sehr konzentriert. Mit Minimum 8 Feldspielern hinter dem Ball. Manchmal auch noch Meierleb. Nur Gragel wartet da ganz vorne. Und das war Thomas Biermeier, was auch immer er vorgehabt hat. Es war spektakulär und zum Glück hat er niemanden getroffen. Immer wieder über Christopher Drazan, der immer wieder gegen Florian Metz setzt sich auch diesmal durch. Flanke ist noch bei Rapid, bei Kulowitz. Was macht der? Und wieder ein Fersler von Gartler und erneut Silvia Czablina. Also wenige, aber dafür brasilianische Aktionen bei Rapid. Drazans Flanke nicht wieder gut genug. Da ist Kulowitz und wieder ganz gefinkelt von René Gartler. Allerdings Czablina spürt das schon, dass Gartler es heute mit der Ferse liegt. Moskovic, Platz für Kulowitz. Jelavic, Ball noch heiß, Drazan. Letzte Chance für Gartler. Beziehungsweise Jelavic war es, aber der hat den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. So schnell und dann war es zu spät. Zunächst nimmt da Jelavic Boskovic den Ball weg und dann Jelavic unvermutet noch an die Kugel gekommen. Alaska Zeit, das spürt man in jeder Aktion. Da sieht man auch, wie die Spieler untereinander sich gegenseitig Zeichen geben auf Warten, ruhig bleiben. Also, Frage ist, wie lange die Herrschaften hier auch die Kraft haben, weil der Druck von Rapid mit Fortdauer zunehmen wird müssen. Und dann ist auch die Frage, wie sehr der Lask dann auch noch konzentriert defensiv agieren kann. Nächster Versuch, Boskovic, der war nicht gut genug. Und Aufhauser. Saurer. Es wäre Platz gewesen für einen Konter, aber der Lask wartet so lange, bis Rapid wieder geordnet ist. Einwurf für die Linzer.
in dieser Situation. Prager wartet, bis Metzer einwirft. Und in Kürze wird der Last zum ersten Mal wechseln, wird Wolfgang Bubenik ins Spiel bringen. Möglicherweise sieht Helmut Kraft auch, dass Florian Metz große Probleme hat gegen Christopher Drazan und dass viel Glück dabei war, dass man bisher über die rechte defensive Seite noch keinen Gegentreffer kassiert hat. So stark Metz auch war bei Standardsituationen, sobald es ins Duell kommt, 1 gegen 1 ist es vorbei, weil Metz ganz einfach ein zentraler Spieler ist und nicht ein Spieler für die Seite, wo es eben auch auf die Schnelligkeit vor allem auch drauf ankommt. Rapid, Gartler, war nicht so schlecht die Idee für Hofmann. Aber der Ball kam nicht zum Rapid-Kapitän. Jetzt ist Platz für den Lask. Krage. Er wollte abschließen, dann hat er sich anders überlegt und damit eine Kontermöglichkeit für den Lask zu Ende. So, jetzt kommt es also zum Wechsel. Florian Metz geht zum zweiten Mal auf dieser Position gespielt. Es wird nur eine seltene Angelegenheit werden. Jetzt kommt der etatmäßige rechte Verteidiger, der allerdings zuletzt alles andere als souverän agiert hat. Wolfgang Bubenik. Beispiel Jelavic an Piermaier entschieden. Sauer geschlafen, gut gemacht von Kulowitz. Schönes Zusammenspiel mit Hofmann. Kulowitz schaltet sich jetzt sehr oft in die Angriffe ein. Wieder Gartler, Übersteiger. Der Lask wartet. Macht das sehr gut. Dann wird Gartler hier ausgepfiffen. Kein Abseits. Krage, Kontermöglichkeit. 3 gegen 3 plötzlich für den Lask. Prager gegen Eder. Noch immer Prager. Zieht er fein nach innen, aber Heikkinen hat das schon erahnt. Das war auch wichtig für Rapid, denn sonst hätte hier Prager den Abschluss gemacht, mit Sicherheit. Also jetzt kommt das, was wir gegen Ende der ersten Spielhälfte erwarten durften. Platz für Kontermöglichkeiten und der Lask, vielleicht besinnt er sich auch, diese tatsächlich zu Ende zu fahren. Umgekehrt Rapid natürlich mit noch mehr Bemühungen, offensiv Aktionen zu kreieren. Maciapi immer wieder giftig gegen Heikkinen, der auch sehr oft nicht unterstützt wird, deshalb dann sich immer eindrehen muss quasi und nach hinten agieren und spielen muss. Es steht bei Rapid, die Bewegung ist nicht immer vorhanden. Boskovic kaum zu sehen, wenige Aktionen beim Montenegriner, die hier zu erwähnen sind. Hofmann, Laufpensum hoch, aber weiterhin die ganz großen Ideen bei ihm nicht da. Krage, Meierle ist im Abseits, und zwar deutlich, ebenso wie Prager, und der hat dann auch das Zuspiel erhalten. Meierle ärgert sich, dass das nicht schneller gegangen ist. So hat Rapid mit Drazan eine Chance. Krage, das muss gelb geben. Der Lask-Stürmer weiß das auch, hat hier den Abspielfehler gemacht zuvor. Rapid schnell abgespielt den Freistoß und Krage zu spät gegen Drazan. Und deshalb keine zweite Meinung, zweite Gelbe im 5. Saisonspiel und Freistoß für Rapid. Stoß. Auch das weiterhin. Die meisten Standards
ohne Gefahr für den Gegner, gilt aber auch für den Last. Allerdings kaum welche in der zweiten Hälfte gehabt hat. Tonhofer, Machapi. Boskovic, Strazan. Läuft sich da fest am Bubenik. Gemacht. Meil hat den Ball sich da viel zu weit vorgelegt. Rapid über Drazan. Ein Geduldsspiel für Rapid und vor allem für die Rapid-Fans. Viel Platz hat, Stefan Kulowitz. Und gibt Abstoß. Also Jelawitz, da läuft in Bubenik hinein. Das ist nicht einmal eine Diskussion wert. Zweiter Wechsel beim LASK. Sandro Zaccani darf ins Spiel für Christian Meyerleb. Der Kapitän geht, gibt die Binde an Pablo Cingia. Kein Torschuss von Christian Meyerleb, aber ein, zwei Aktionen hatte er. Ein Doppelpass in der ersten Hälfte mit Kragl und einmal in der fünften Minute hat Kragl nicht den Ball zu ihm gespielt, sonst wäre er alleine vor Raimund Hedl gewesen. So kommt also jetzt Sandro Zaccani, sechster Einsatz. Zum sechsten Mal wird er auch eingewechselt. Bei ihm gilt es ja, was für einige LASK-Spieler gilt, er muss sich beweisen. Diesen Kurzauftritten kann er zeigen, dass er beim LASK eine Zukunft hat. Gartler, Hofmann. Wieder Gartler, da war Biermeier noch gerade vor Boskovic, sonst wäre der vor Czavina gewesen. Erstmals Zaccani. Durch jetzt eine Veränderung im Spiel beim LASK, es ist jetzt ein 4-5-1. Kragl einzige Spitze, Zaccani eher aus dem Mittelfeld heraus. Kein Foul an Cingia. Aber die Flanke von Jelawicz, die war ganz schlecht. Mit Steffen Hofmann, nicht verwandt übrigens. Biermeier auf Saurer war das.
Zahn und Czablina, der da gut mitgedacht hat. Überhaupt, fehlerfreie Partie von Silvia Czablina. Also am LASK wundert man sich schon, wenn man ein wenig über die Personalsituation auch hier sprechen darf, wie Entscheidungen auch getroffen werden. Manis, davor Hofmann, dann Saura und Maciapi. Erstmals Zaccani, Kragl und Prager gehen, aber Zaccani wartet so lange, bis der Ball weg ist. Holt dann zumindest noch den Einwurf heraus, nach Meinung des Assistenten Bernd Hirschbichler war da schon der Ball im Seitenout. Also um zurückzukommen auf die Personalsituation, Czablina, im Winter war er schon weg, dann musste er quasi ran, weil sich Macho verletzt hat, weil Zagelmeier auch nicht in der Beliebtheitsskala ganz oben ist beim LASK-Präsidenten. Und jetzt spielt er da eine Partie nach der anderen als würdiger Ersatz. Und das Ergebnis ist, auch bei ihm gibt es hier keine Zukunft. Und wenn Macho, was durchaus möglich ist, nochmals den Sprung schafft ins Ausland, weil es ja auch Angebote gibt, dann hat der LASK zwar sehr gute Torhüter in dieser Saison, ab dem Sommer keinen einzigen erfahrenen. Also das ist, muss man erst einmal nachmachen, den Linzer. Prager. Hat erst einmal gewechselt, wird aber in Kürze ein zweites Mal wechseln. Salih soll hier noch das Tor erzielen, das Rapid 3 Punkte bringt, das Rapid auf 3 Zähler an Salzburg heranbringt und das den Titelkampf möglicherweise spannender macht. Die Spannung sieht ohnehin anders aus. Spannung, das sieht man in der adligen ersten Liga. Dort geht es oben und unten rund. Und auch der LASK wird wechseln, aber zunächst bei Rapid der Wechsel. Stefan Kulowitz geht, aber das ist klar, es muss ein Defensiver raus und ein Offensiver kommt. Also Stefan Kulowitz hat er die rechte Seite brav beackert in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte hat er sich auch nach vorne gewagt. War eine gute Vorstellung. Und Hamdi Salih also vorne und bei den Linzern gibt es einen nachvollziehbaren Wechsel. Lukas Kragl, der weiß es schon lange, aber der ist auch schon mit 20 mit allen Wassern gewaschen. Jetzt geht er endlich. Es sind noch einmal ein paar Sekunden. Also Kompliment, ein Torschuss zwar nur, aber er spielt da sehr unbekümmert und zeigt vor allem technisch, dass er den Ball annehmen kann, aber auch weiterspielen muss, wenn es notwendig ist. Und vor allem, dass er immer wieder die Gegenspieler beschäftigt. Der hat seine Chancen zuletzt tatsächlich genutzt und deshalb ist Petar Skuletic, der Serbe, nur Joker. Und heute kommt er zu seinem 15. Einsatz, es ist aber auch schon die 12. Einwechslung für ihn. Ist es ja der Auftakt der Spiele gegen die Top 4. Heute hier in Wien steht man vor einem Achtungserfolg. Eine Abseitsentscheidung, die schon angezeigt war und die jetzt auch geahndet wurde von Louis Hofmann. Am Sonntag dann schon angekündigt, das Spiel des LASK gegen Salzburg. Nächste Woche
dann das Auswärtsspiel in Graz gegen Sturm und dann kommt noch die Austria auf die Kugel. Da zeigt sich dann auch, ob der LASK schon bereit ist. Das selbstgesteckte Ziel auch für die kommende Saison einzuhalten, nämlich ob man mit den Großen ein wenig mitspielen kann und vielleicht dann eben die Nummer 5 in Österreich ist. Aktuell hat die Mannschaft da große Schwierigkeiten. Da sind Wiener Neustadt, Mattersburg und vor allem die Konkurrenten, die internen aus Oberösterreich, die Rieder vorne. Ja, für Rapid folgt eben das Heimspiel gegen Wiener Neustadt und dann am Freitag in einer Woche das Auswärtsspiel in Salzburg. Das, wenn es aktuell so weiterläuft, ein vorentscheidendes Spiel sein kann. Kein meisterschaftsentscheidendes aus der Sicht von Rapid, sondern eines für Salzburg. Denn dann ist, immer vorausgesetzt, auch Salzburg punktet noch in den nächsten beiden Begegnungen. Dann ist Rapid in Salzburg gezwungen, auf Sieg zu spielen. Und das ist von der Ausgangsposition her alles andere als einfach. Drahtzahn Flanke daneben. Insgesamt für Christopher Drazan ein kleiner persönlicher Rekord. Er hat heute schon 17 Mal geflankt. Darunter waren auch zwei, drei ganz gefährliche. Aber da ist er ausbaufähig, was die Qualität der Flanken betrifft. Auf Saurer und Hofmann, der ja, dann noch ganz wichtig aus der Sicht von Rapid hier Saurer entscheidend behindert hat. Ansonsten wäre Christoph Saurer hier zu einer Abschlussmöglichkeit gekommen, zur ersten überhaupt in dieser zweiten Hälfte für den LASK, der über keinen Torschuss in dieser zweiten Spielhälfte bisher verfügen kann und keinen Torschuss also verzeichnen konnte. Aber das widerspiegelt auch das Hauptinteresse der Linzer, heute hier einen Punkt zu machen gegen Rapid. Allerdings Rapid noch mit Platz für einen Angriff. Hofmann auf Drazan. Diesmal die Flanke auch nicht exakt genug. Cincia hat sich da gut gelöst. Tono verrückt nach. Hofmann. Schön gespielt von Boskovic und der Ball geht nicht. Tor. Niki Zajelovic mit der Top-Chance in der 89. Minute. Aber das war einmal hervorragend gespielt. Tonhofer auf Hofmann, der auf Boskovic und dann zeigt der Montenegriner seine Klasse. Kein Abseits, exakt gleiche Höhe. Jelovic und der macht das auch ganz fein. Das war Pech. Nur insgesamt von Rapid viel zu wenig in dieser zweiten Spielhälfte von solchen gelungenen Aktionen. Hat man gesehen, wie man diese Linzer Abwehr, die sehr statisch auf einer Linie steht, auch aushebeln kann. Aber das ist über weite Strecken viel zu selten und vor allem viel zu wenig energisch geschehen. Im Gegensatz jetzt dazu der LASK mit Saurer, Torschuss, aber ungefährlich. Hätte gerne Corner gehabt, aber war wohl keiner mehr dran und damit die reguläre Spielzeit in Kürze vorbei. Salih. Drei Minuten Nachspielzeit. Braga. Skoledic und Eda. Müsste Eckball geben, so ist es. Peter Skoledic. Nachwuchs bei Partizan Belgrad durchlaufen. Obwohl er eigentlich, und das ist ganz interessant, Montenegriner ist, weil er in Montenegro geboren ist, hat er die serbische Staatsbürgerschaft behalten. Der Stürmer des LASK und ist also nur für Serbien einsatzfähig. Eckball
auch ein Zeichen, was hier geplant ist. Saurer mit Majapi ist gut gegangen. Beide Linzer drehen sich vom Ball weg. Aber Schiedsrichter Hoffmann hatte die Möglichkeit, darüber hinaus weiterspielen zu lassen. 3 Minuten ist das Minimum der Nachspielzeit. Er kann dann durchaus noch die ein oder andere Minute dranhängen. Das liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Und wenn man so offensichtlich macht wie der LASK, dann kann das auch durchaus passieren. Drazza war das auf Jelavic, da kommt Steffen Hoffmann. Majapi, nochmals Rapid, Häkkinen. Spiel ist geglückt, Boskovic. Guter Schuss, Czablina, glaube ich, aber wäre da rangekommen. Danko Boskovic, Licht und Schatten bei ihm. Jetzt gibt es Gelb für Piermaier. Wegen Verzögerung. Unsportlichkeit. Für ihn die vierte. Noch 1 Minute in der Nachspielzeit plus Fragezeichen. Anis war kein Anspiel. Rapid natürlich aufgrund der Einwechslung von Salih mit einer Dreierkette mittlerweile. Suma, Eder und Tonhofer. Häkkinen davor. Aber gefordert waren die nicht wirklich, weil der LASK ja die Offensive in der zweiten Hälfte eingestellt hat. Freistoß, Foul von Majapi für Rapid. Die Nachspielzeit ist gleich vorbei. Bin gespannt, ob Louis Hoffmann noch ein paar Sekunden drauf gibt. Abspiel von Tonhofer. Auf Drazan war nicht gut. Deshalb der LASK mit Saurer. Zakani. Da sieht es Kuletic. Wie Saurer. Aber bei Rapid spürt man nicht irgendwie das Feuer, um hier zu gewinnen. Und deshalb ist es jetzt auch amtlich. 0 nochmal im Hanapi-Stadion. Rapid 0, der LASK 0. Ein Unentschieden, das von den Chancen her natürlich dem LASK schmeichelt. Aber insgesamt hat der LASK das Spiel über weite Strecken, vor allem in der ersten Hälfte, sehr offen gehalten, weil die Mannschaft sehr diszipliniert, sehr konzentriert agiert hat. In der zweiten Hälfte war beim LASK einzig und allein das Ziel, hier zu Null zu spielen. Rapid war nicht in der Lage heute, entscheidend gefährlich zu sein. Viel zu selten nennenswerte Aktionen, wie kurz vor Schluss jene von Jelavic oder zweimal Gartler nach Assists von Kolowitz bzw. von Drazan. Alles in allem Rapid mit einer nicht glänzenden Vorstellung. Und das ist dann bei so einem Spiel zu wenig, wenn man zwar mehr Ballbesitz hat, wenn man auch mehr Zweikämpfe gewinnt, wenn man auch die größeren Chancen hat. Insgesamt hat Rapid heute über weite Strecken nicht die Energie und die Leistungsbereitschaft auch gezeigt, um sich hier durchzusetzen. Vor allem gegen Ende des Spiels war die Mannschaft kaum mehr in der Lage, den LASK ernsthaft zu gefährden. Das ist aus der Sicht von Rapid bedauernswert, aus der Sicht des LASK allerdings natürlich zufriedenstellend, weil die Mannschaft, die sich jetzt von den eigenen Fans verabschiedet, heute hier das Konzept des Trainers sehr intensiv befolgt hat. Rapid-Spieler enttäuscht, auch die Fans, die sich natürlich einen Sieg erwartet haben, um Salzburg weiter unter Druck zu setzen. Dazu ist es nicht gekommen und die Sky-Analyse zeigt ganz deutlich, 24 Torschüsse, darunter natürlich sehr viele, die nur in der Statistik Aufnahme finden, aber viermal so viele wie der LASK. Und in der zweiten Hälfte, und das ist schon imposant, 13 Mal Rapid, nur einmal der LASK, das zeigt auch die eklatanten Unterschiede in den Offensivbemühungen. Insgesamt Rapid auch mit mehr Torschüssen aufs Tor, darunter einmal Aluminium von Boskovic in Hälfte 1. Alles in allem ein sehr faires Spiel. Rapid auch mit mehr Ballbesitz und natürlich auch mit mehr gewonnenen Zweikämpfen. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Und heute macht Rapid nur einen Zähler. Was sagt der Kapitän? Was sagt Steffen Hoffmann bei Gerhard Graber?
Ja, Steffen Hoffmann, ist das eine Nullnummer, die so richtig aufs Gemüt drückt heute? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Ja, und ein 0-0 ist da viel zu wenig. Ja, warum hat man diesen Abwehrriegel heute nicht knacken können? Ja, ich denke, wir haben schon die eine oder andere halbwegs gute Möglichkeit gehabt. Und wir müssen einfach da irgendwann ein Tor machen. Und wenn wir da in Führung gehen, glaube ich, dann tun wir uns wesentlich leichter. 89. Spielminute, dann sowas wie der Matchball. Jelavic ganz knapp am Tor vorbei. Warum hat man auch so lange warten müssen auf diese erste wirklich große, super herausgespielte Aktion von Rapid heute? Ja, der LASK hat sehr, sehr gut gespielt in der Defensive. Sie haben die Räume sehr eng gemacht. Es war sehr schwierig durchzukommen, aber ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit auch schon ein, zwei wirklich gute Möglichkeiten gehabt, wo wir einfach schon in Führung gehen müssen. Wie bitter ist es jetzt, dass man mit diesem Unentschieden den Salzburgern so richtig die Vorlage eben auch für morgen gegeben hat, dass sie den Punktevorsprung vergrößern können? Ja, sehr bitter, aber nicht aufgrund der Salzburger, sondern einfach für uns. Wir wollten heute unbedingt gewinnen, es ist uns nicht gelungen und ja, jetzt sind wir dementsprechend enttäuscht. Ist die Enttäuschung so groß, dass man auch das Titelrennen schon aufgibt? Ja, es sind jetzt 5 Punkte heute und schauen wir mal, was morgen ist. Und ja, so viele Runden sind immer und die Salzburger ja, haben einen guten Lauf im Moment. Und da müsste schon einiges passieren, aber wir wollen trotzdem natürlich versuchen, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten und dann schauen wir einfach, was weiter rauskommt. Dankeschön. In der Tat, es wird immer schwieriger, das ist Fakt, was Steffen Hoffmann hier sagt. Aber Salzburg muss auch erst morgen spielen und zuletzt hat der Meister ja auch nicht immer geglänzt. Interessant ist, dass Rapid zum ersten Mal gegen eine Mannschaft, die nicht Salzburg heißt, zu Hause Punkte abgibt. Denn bisher hat man nur gegen Salzburg verloren und unentschieden gespielt, ansonsten alles gewonnen. Heute hat es der LASK zum ersten Mal geschafft, also in dieser Saison im Hanapi-Stadion zu punkten. Kompliment an die Linzer. Und das war's von meiner Seite. Jetzt gleich eine Stimme des LASK, René Aufhäuser. Ja, René Aufhäuser, war das gute Defensivkonzept des LASK heute der Schlüssel für diesen Punkt hier? Ich denke schon. Wir waren sicherlich defensiv gut kompakt gestanden. Es ist klar, natürlich in der letzten halben Stunde waren natürlich schon ein paar Aktionen, die ja durchaus zu einem Tor führen hätte können. Auf der anderen Seite, wenn wir den einen oder anderen Konter ein bisschen einfacher gespielt hätten, hätten wir vielleicht auch noch in der zweiten Halbzeit Chancen gehabt. Zu Beginn hätten wir sie eigentlich gehabt. Aber in Summe, glaube ich, ja, können wir alle wirklich mit dem Punkt froh sein. Also ein verdienter Punkt oder froh sein drüber? Also eher glücklich? Nein, also ich denke schon, aufgrund von unserer Arbeit defensiv, jeder Spieler hat wirklich alles gegeben. Von vorn bis hinten haben sie wirklich jeder alles gegeben. Und von daher, glaube ich, ist der Punkt verdient. Jetzt wurden Sie im Winter bei Salzburg ausgemustert, heute die Schützenhilfe für die Salzburger. Wie passt denn das zusammen? Ja, ich muss mich auch noch sehen lassen können und ja, von daher haben wir heute ein bisschen was geholfen, aber am Sonntag kommen sie ja zu uns und ja, wie schon gesagt, heute mal habe ich schon gesagt, wir holen heute einen Punkt und am Sonntag einen Punkt und beide Mannschaften können das dann im Duell dann selber ausmachen. Also auch keine Gnade jetzt mit dem Bullen? Auch keine Gnade, nein. Dankeschön. Ja, die besten Aktionen der Rapidler in der Endphase dieser Partie. Gefruchtet haben sie aber auch nichts. Chancen von Jelavic und Boskovic und die Bank hat es zum Niedersetzen gefunden gegen Hapoel Tel Aviv und gegen die Red Bull Salzburg. Heute zum dritten Mal kein Treffer des SK Rapid im Hanapi-Stadion in dieser Saison. Warum ist von Rapid die Küba zu wenig gekommen? Ja, zu wenig würde ich jetzt nicht sagen. Also, sie haben sehr viel Ballbesitz gehabt, aber vor dem Tor. Natürlich war der Riegel vom LASK, also speziell dann Mitte der zweiten Halbzeit, haben sie sich wirklich sehr tief reingestellt und dann ist halt mit Räumen sehr, sehr schwierig. Aber die wenigen Chancen, die sie gehabt haben, haben sie nicht gemacht und das ist immer so im Fußball. Also, speziell die letzte Chance im Jelavic. Also, ich glaube, wenn der Jelavic einen guten Tag hat, macht er den blind. Jetzt hat, glaube ich, Steffen Hoffmann die Chance, wie gehört, auf den Meistertitel wohl aufgegeben. Schauen wir mal einen Blick auf die Tabelle. Wir sehen, die Austria könnte morgen auf einen Zähler an Rapid herankommen. Die Saisonziele bei Rapid, die sind erreicht. Da hat es immer nur geheißen, internationaler Bewerb. Der Konkurrent momentan Sturm, auf die hat man aktuell 12 Punkte Vorsprung. Könnten morgen 10 werden. Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, eins muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Wenn Salzburg in Österreich nicht Meister wird, mit diesem Geld und mit diesen Spielern, mit dem Kader vor allem, dann rennt eh was schief. Muss man ganz ehrlich sein. Ich meine,
Es war natürlich schön gewesen, wenn es Rapid geschafft hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Salzburg hat einfach die Mittel und die Spieler, dass man über das gesamte Jahr hinweg, da kann man sich wie austauschen. Bei Rapid ist es so, wenn der eine oder andere Spieler nicht die Form hat, dann schaut es halt nicht so gut aus. Wie viele waren da heute dabei? Naja, also sie haben sich alle bemüht, aber ich denke trotz allem, dass es nicht das war, also das Grüne, was man sich vorstellt. Also das war heute vom Bemühen her sicher, was dieselbe Vorstellung wie immer, aber sie waren einfach, sie haben zwei, drei wirklich gute Chancen gehabt und das ist auf die 90 Minuten zu wenig. Und deswegen vielleicht auch die einzige wirklich schön herausgespielte Aktion gleichermaßen der Matchball, Minute 89. Da ist einmal der Ball wirklich wie am Schnürl gelaufen, abgeschlossen hat dann Jelavic nach wirklich sensationellem Zuspiel von Boskovic. Stimmt, die Aktion war wunderbar und ich habe es vorher schon gesagt, wenn der Jelavic im Prinzip vielleicht vorher schon getroffen hat oder hätte den Blink gemacht, aber das hat ja nicht zum Spiel gepasst eigentlich vom Jelavic. Die beste Aktion des SK Rapid in der ersten Hälfte und vielleicht im Nachhinein die größte Chance war dann dieser Stanganschuss, den ebenso Boskovic gehabt hat nach einer Flanke von Christopher Drazan. Flanke Christopher Drazan heute kein Zufall, eine von 19. Wie haben Sie seine Leistung gesehen, aber wie haben Sie auch die Leistung von Metz gesehen? Na gut, der Metz hat sehr, sehr schwierig gehabt gegen Fritz Drazan, aber ich muss auch dazu sagen, natürlich hat er sehr viele Flanken reingeschlagen, sie sind nicht so gekommen, wie es normal kommt, aber mir als Spieler lieber, der was 19 Mal zum Flanken kommt, wie wenn er in Wahrheit vielleicht pro Spiel zweimal zum Flanken kommt und das ist dann auch schlecht. Und wie viel mehr als diesen einen Punkt wollte der LASK heute? Na, ich habe es, glaube ich, schon zur Halbzeit gesagt, dass es einer hat der Mut komplett nach vorne gefällt und zweiter Halbzeit waren auch die Möglichkeiten da gewesen, weil Rapid hatte dann versucht, das Tor zu erzielen. Aber sie haben dann sehr, sehr in die Breite gespielt, haben das Spiel eigentlich beruhigt, warum auch immer. Also ich muss ehrlich sagen, natürlich, wenn du vorher ins Hanebi-Stadion fährst, sagst du, ein Punkt wird reichen. Aber ich verstehe das Spiel da nicht, weil wenn drei möglich wären, würde ich es machen. Aber trotzdem einen Punkt zumindest erkämpft, irgendwie ermauert und die Taktik für die Heimpartie am Sonntag gegen Salzburg hat René Aufhauser eh schon vorweggenommen. Auch da ein Punkt, offenbar das Ziel der Trainer bei Gerhard Grabert. Ja, Helmut Kraft, macht Sie dieser Punkt hier im Hanapi restlos glücklich? Ja, restlos glücklich macht er mich nicht, aber ich bin sehr zufrieden. Defensiv war die Mannschaft heute sehr gut, hat sehr gut verteidigt und nach vorne ist wenig gegangen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, in Wien gegen Rapid kann man nach vorne relativ wenig ausrichten, wenn die Rapidler so einen Druck machen wie heute, zweite Halbzeit. Und deshalb bin ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Didi Küper, unser Experte, hat kritisiert, dass man eben nach vorne hin diesen Willen nicht erkennen konnte, dass man eben auch offensiv wird. Teilen Sie das? Ja, er hat sicher recht, wenn vor allem in der zweiten Halbzeit viel zu wenig nach vorne probiert worden ist und die Spieler eigentlich sich da zu wenig traut haben, nach vorne zu kommen, aus der Verteidigungshälfte herauszukommen. Aber wie gesagt, es ist natürlich im Hinterkopf immer, hoffentlich gehen wir kein Tor. Und das war heute in der zweiten Halbzeit sicher zu viel defensiv denken, aber schlussendlich hat es gepasst. Wir haben da auch Szenen vorbereitet von Jungstürmer Lukas Kragl, die irgendwo bezeichnend auch sind für das Spiel des LASK. Eben, das wären gute Möglichkeiten gewesen. Was fehlt ihm in diesen Momenten noch? Ja, es war sicher so, dass er heute bei zwei Situationen, glaube ich, die Ruhe nicht gehabt hat, dass er den Ball ruhig einspult. Das war in der ersten Halbzeit der Querpass auf Meierlepp. Ja. Und auch da in der Situation hätte er querspielen müssen am Meierlepp und nicht tiefspielen auf den Prager, der abseits war. Aber wie gesagt, dass er jetzt gar keinen Fehler macht, davon hebt, das war zu viel des Guten. Und der hat seine gute Anlagen und der wird seinen Weg machen. So richtig gewackelt hat dann das Catenaccio-Spiel noch in der 89. Spielminute. Bei dieser Aktion Jelavic war das einfach Glück dann am Schluss, dass man da das Unentschieden noch gehalten hat? Richtig, ja, das hätte genauso da sein können. Rapid hätte halt sicher kurz vor Schluss eben den einen Treffer machen können, der ihnen die drei Punkte gebraucht hätte. Aber wie gesagt, heute haben wir Glück gehabt, vor allem eben in dieser Situation, wo Jelavic kurz vor Schluss knapp neben dem Tor geschossen hat und heute im Glück des Tüchtigen. Jetzt haben Sie den Rapidlern insgesamt schon vier Punkte weggenommen, beziehungsweise vier Punkte selbst geholt. Ist das eine Entscheidung im Titelkampf auch? Na, wenn wir den Salzburgern am Sonntag reinnehmen, dann glaube ich, relativiert sich das Ganze wieder. Ich hoffe, wir können am Sonntag gegen Salzburg einen Sieg einfahren und dann wird der Titelkampf hoffentlich nochmal spannend. Also doch drei Punkte als Ziel gegen die Salzburger. Wieso hat der LASK in letzter Zeit in der Schlussphase der Partien so viel Glück, weil sie so tüchtig sind?
Nein, man muss schon sagen, seit der Helmut Kraft Trainer ist, haben sie sich speziell in der Defensive enorm verbessert. Aber es war nicht schwierig, weil sie haben im Herbst haben sehr viele Tore vorgeschossen, aber umso mehr gekriegt. Und ich glaube, er legt schon Wert darauf, dass man eine gesicherte Abwehr hat, was im Fußball wichtig ist. Aber nach vorn könnte durchaus noch mehr kommen. Noch ein paar Chancen gefällig aus der zweiten Hälfte. Wir haben noch ein paar, zum Beispiel René Gattler. Der ist in der Pause gekommen für Christopher Trimmel. Wieder eingeleitet über Fritzl. Christopher Drazan mit seiner Flanke im Fallen und dann ein sehenswerter Fersler von Gattler. Sie haben den Wechsel zur Halbzeit schon verstanden, weil Sie gemeint haben, René Gattler, das ist ein Knipser. Der könnte was bewegen. Etwas hat er bewegt. Ja, in der Situation, also wenn er ein bisschen schärfer ist, war der Schaubler dann ganz gut gehalten. Also, aber ob Gattler oder Saleh, das sind beide ziemlich ähnliche Spieler. Also, aber da in der Situation hat er nichts anderes machen können und das hat er gut gemacht. Er steht zwar im kurzen Schaubler und dadurch hat er den Ball halten können. Ich glaube, auch eine typische Szene in dieser zweiten Spielhälfte, wenn selbst mal Markus Heikkinen abzieht, wie in Minute 52. Wie viel Verzweiflung ist da schon dabei, Didi? Naja, ich glaube, da war noch keine Verzweiflung dabei, weil ich glaube, wenn es 10 Minuten spielst in der zweiten Halbzeit, also das ist eine sehr, sehr weite Distanz und da muss ich sagen, da hat schon viel mehr passieren müssen, dass er in Schaulen überrascht. Es war danach wieder nicht viel los, ein Spiegelbild der ersten Hälfte. Rapid hat mit ein paar Chancen begonnen und dann war irgendwie wieder eine spielerische Pause. Stimmt, also immer sehr zweideutig, wie es rausgekommen sind, haben wir gedacht, den Eindruck habe ich da gehabt, dass das jetzt versuchen, das sehr unter Druck zu setzen. Das hat eigentlich nur die ersten 10 Minuten funktioniert und dann ist eigentlich wieder der alte Trott reingekommen. Natürlich hat sich Lask umso mehr reingestellt und dann im Laufe des Spiels ist es so, natürlich wirst du dann immer nervöser und willst dann einen guten Ball spielen und das gelingt nicht und dann natürlich die Zuschauer waren auch nicht zufrieden und dann kommt eine gewisse Nervosität dazu und ja, das ist aber Fußball. Und der Lask hat sich, wie Sie schon mehrfach gesagt haben, nach vorne zu wenig getraut. Eine Aktion aus der zweiten Spielhälfte gibt es, Minute 57. Madjabi, der dann auf Meyer lebt, der eigentlich mit einem viel zu steilen Pass, jetzt Kragl dann wieder zufällig auf Madjabi, typisch auch diese Aktion, zu mutlos. Ja, in der Situation sieht man ganz deutlich, ich meine, die Aktion war jetzt nicht schlecht, der Eder fährt vielleicht ein bisschen da vorbei, aber der Madjabi, muss ich sagen, ist für mich halt wahrscheinlich eher in der Defensive zu gebrauchen wie in der Offensive. In der Offensive jedenfalls gebraucht wurde René Gattler. Der hatte noch so eine Aktion aufzuweisen, schon wieder ein Ferserl, aber wieder ohne Torerfolg. Minute 69 und bis zu den großen Chancen dann in der Endphase dieser Partie war es das dann auch schon wieder. René Gattler phasenweise zu exhibitionistisch wie in dieser Aktion, wieder über links eingeleitet und dann mal eine von, jawohl, drei Flanken. Ja, aber in der Situation kann ich wieder nichts anderes machen. Ich meine, es geht nur. Mit schaut zwar, man sieht wiederum der Fritz Drazan, muss man sagen. Also Fritzl hat wirklich viele Flanken reingeschlagen. Aber da in der Situation, jetzt sieht man es besser. Was soll er großartig tun? Er kann nur das machen und er hat gar keine andere Möglichkeit. Und wenn er eine Spur schärfer ist und ins Eck geht, dann jubeln alle. Wie wird es Peter Parkholt gehen aktuell? Hat er die Meisterschancen, die er immer noch verfügbar vorhanden waren, jetzt wohl abgeschrieben? Naja, natürlich ist es so, wenn du jetzt gegen Lars zu Hause die Punkte abgibst, ist so und Salzburg hat vor Hause schon 6 Punkte gehabt und ich glaube nicht, dass sie jetzt morgen das Spiel verlieren, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Das sind ja wirklich nicht mehr allzu viele Runden und ich denke mal, dass er nach außen wieder schon sagen, also es gibt noch eine kleine Chance, aber grundsätzlich ist die Sache gelaufen. Das heißt, die Meisterschaft ist spätestens morgen vorentschieden oder war sie es schon vor dieser Runde? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es eigentlich schon vorentschieden, weil die geben die 6 Punkte nicht mehr aus der Hand, plus der Tordifferenz. Und jetzt wird es so sein, dass das neue Punkte werden und da glaube ich, da brauchen wir nicht mehr viel rechnen. Wofür spielt Rapid dann in dieser Saison noch? Cup ist kein Thema mehr, einfach nur Sturm und die Austria auf Distanz zu halten, wenigstens den zweiten Platz zu halten? Na, Rapid spielt Fußball wie jeder, also die Spieler spielen Fußball, weil sie gern Fußball spielen. Ich meine, es ist ja so, es ist ja noch Geld zum Verdienen und natürlich hat man Verpflichtungen gegenüber den Fans und das werden sie sicher tun. Und nochmal, Rapid hat die letzten 1, 2, 3 Jahre ganz guten Fußball gespielt und Salzburg hat halt die Möglichkeiten, die, was man sieht. Also sie können wirklich aus dem Vollen schöpfen und wenn es nicht so gewesen wäre, dann es ist eh schon passiert, dass Rapid Meister geworden ist, was schön war, muss man sagen. Weil nicht der was das Meister gehört hat, muss Meister werden, sondern der, was einen sehr guten Fußball spielt, wird Meister. Und heuer ist es halt so, dass Salzburg Meister wird. Es hat in dieser Partie auch noch eine Chance in der Overtime gegeben. Branko Boskovic in Minute 91 per Weitschuss. Ich will jetzt nicht schon wieder
den Begriff Verzweiflung titulieren. War ja auch recht schön gemacht. Wird er Ihnen heute gefallen? Martin Konrad hat von sowohl Licht als auch Schatten gesprochen. Ja, da muss ich sagen, da hat er vollkommen recht. Natürlich war er bemüht, aber es ist ihm nicht alles gelungen. Aber er war bei den wichtigen Situationen dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn da das Tor passiert, dann war er da erhöht gewesen. Also, aber er kann natürlich auch besser spielen. Vielleicht können wir uns noch mal einen Überblick auf die aktuelle Runde und dann auch auf die Tabelle verschaffen, die die Kübauer. Zunächst hat mal heute Rapid 0:0 gegen den LASK gespielt und die restlichen Partien dann morgen Salzburg gegen Ried, Sturm gegen Austria Kärnten, Wiener Neustadt gegen die Mattersburger, Kapfenberg gegen Austria. Also Salzburg aktuell 5 Punkte vor Rapid. Klar, könnten morgen 8 werden, muss aber natürlich auch nicht sein. Der LASK erreicht den Punkt in Hütteldorf und bleibt hinter den Riedern. Das wird wohl auch morgen noch so bleiben, außer im Fall eines 0:9 wird wohl nichts. Ja, viele Möglichkeiten hat es gegeben heute für Rapid. Peter Backholt, warum war es nicht zu nützen für die 3 Punkte heute? Weil der Ball den Weg nicht ins Tor gefunden hat. Was hat den Stürmern, was hat der Mannschaft heute gefehlt? Das Tor. Warum hat man sich denn so schwer getan, heute eben auch den Ball reinzubringen? Ist ja ungewöhnlich, dass Rapid kein Tor macht in einem Spiel. Passiert nicht allzu oft. Ja, kommt auch vor im Fußball, dass man mal kein Tor macht. Bewerten Sie insgesamt die Leistung der Mannschaft heute? Zweite Halbzeit sehr gut. Ich glaube, wir haben zweite Halbzeit enormen Druck gemacht. Man sieht es auch an der Statistik, dass der Lars Gammel, glaube ich, aufs Tor geschossen hat. Also wir haben zweite Halbzeit wirklich den Druck gemacht, den, was man braucht. Natürlich hat man nicht jeden Pass so spielen können in Ruhe, weil der Lars sehr, sehr gut in der Defensive gestanden ist. Aber ja, wenn man kein Tor macht, dann gewinnt man keine Partie. Wie groß ist der Ärger auch über diese vergebene Chance von Jelavic da kurz vor Schluss? Das war der absolute Matchball heute. Ja, ist ja kein Ärger, sondern die Burschen, die Spieler wollen ja Tore machen. Der verschießt ja den Ball nicht mit Absicht, sondern er kommt in diese 1-1-Situation und da lupft er sehr gut drüber. Und ja, leider ist der Ball halt wieder um ein paar Zentimeter vorbeigegangen. Steffen Hofmann, der Kapitän, war schon sehr zerknirscht heute auch, was jetzt die Titelchancen für Rapid noch anbelangt. Wie sehen Sie das Ganze? Ja, wir haben jetzt einmal 1 Punkt auf Salzburg aufgeholt und jetzt schauen wir mal, was morgen rauskommt. Der größte Ried-Fan morgen, Peter Backholt. Ich bin auch noch für sich ein Ried-Fan. Dort sind sehr, sehr nette Leute. Immer mit mir kann man sich sehr, sehr gut unterhalten. Auch Bald Ludowitz ist ein Mensch, den ich sehr, sehr gern mag. Und ja, schauen wir mal. Naja, dann ist die Rapid-Taktik für das morgige Spiel auch geklärt. Peter Backholt raus aus der Tiefkühltruhe. Gerd Grabert hat ihn etwas aufgetaut. Wie grantig darf er sein? Naja, ich meine, er wird es jetzt in das Leben nehmen, nicht mehr. Und die Spieler hoffe ich auch nicht. Weil es ist ja nur ein Spiel. Ich meine, es ist so gewesen, dass die Außensituation war ja jetzt auch nicht großartig. Sie haben jetzt die 3 Punkte machen müssen. Ist ja nicht gelungen, aber ich glaube, dass der Fußball, der Ball bleibt noch immer rund. Und ich glaube, dass wir nächste Woche genauso.